Hallo und herzlich willkommen bei Magic Life. Heute machen wir eine Knödel-Challenge. Und zwar haben wir hier Origami-Papier, also richtig fast durchsichtigen in einer Farbe. Und was machen wir damit? Also, wir haben hier solche Vorlagen. Die sind so wie Sticker und dann kann man die so abziehen. Und dann können wir die so zu kleinen Kreisen knüllen und die dann aufkleben. Und später sieht das Ganze so aus, so schön bunt. Was kann man das dazu benutzen? Man kann das als Deko benutzen. Man kann jede Sache einmal abnehmen, sogar die Sonne oder den Himmel. Dafür muss man aber ganz schön lange dran sitzen. Und heute haben wir einen Besuch und zwar Oliha! Und das ist unsere kleine Schwester, sie macht heute mit und wir grüßen mal. Ich grüße Alia, hallo Alia. Und ich grüße Sebo, hallo Sebo. Und wir fangen jetzt mal an. Was möchtest du? Oliha möchte schon das hier, ne? Fortiba kriegt die Meerjungfrau und wow. Ich möchte so gerne den Wal. Möchtest du doch nicht den U-Boot? Doch. Okay, da. Wir fangen jetzt an. Also, muss ich die Krause und den Fisch abmachen? Ja. Ja. Was möchtest du zuerst machen? Den Gras oder den U-Boot? Du kannst schon mal anfangen. Okay, ich fange an. Was möchtest du zuerst machen? Den Fisch? Okay. Erst das hintere oder, ja, okay, ja, ich weiß schon. Man muss das natürlich ganz speziell abmachen. Hier sind meine Haare, also die von der Meerjungfrau, aber die kann man nicht mehr aufkleben. Oh ja, so, jetzt erkläre ich euch das mal. Hier sind jetzt solche Knüttel und die knüttel ich jetzt einfach so solchen Kreisen und dann hier, nimm die grün und mach das da drauf, ja? Dann kann ich nur noch aufkleben. Schaffst du das? Okay, nimm. Ich mach jetzt mal meinen Wal ab. Yeah. Also der sieht so aus. Und am Ende freue ich mich, wie bunt der aussehen wird. Das einzige Problem ist, hier ist mega viel Blau und wir haben nur einen Blauton. Also muss ich den wohl bunt machen. Ja, wie man hier sehen kann, außer hier ist grün, sonst ist alles blau. Also ich muss mir da was überlegen. Und ich habe da schon was. Hier, du musst das hier drauf machen doch. Auf dem Fisch. Oder welche Farbe soll der Fisch haben?
jetzt natürlich fertig. Es sieht so aus. Ich hoffe, man sieht, dass es eine Meerjungfrau ist. Und vielleicht kommt es dann hier nach Hause. So, ich vergleiche mal mit meinen Antworten. Wir haben schon richtig viele Planungen, was für Videos wir noch drehen können. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und wartet auch immer auf die nächsten Videos, die mal bald kommen werden können. So. Welche findet ihr denn besser? Guck mal. Holly, hä? Ich finde, der hier ist ziemlich gut, weil der ist viel bunter, finde ich. Moment, dann kannst du jetzt die Rad machen. Mach du mal. Ah, soll ich warte, dir ich den dich jetzt. Seegras? So. Mhm. Zack. Also ich glaube, das wird noch ziemlich lange dauern. Deswegen werden wir uns erstmal verabschieden. Also hier sieht nochmal das Gemachte von Fatima aus. Kannst du mal noch was das dazu sagen? Ja, ich finde das super schön und hier ist es auch eine Abwechslung zu einem normalen Felsen. Und ja, damit verabschieden wir uns auch mal, nämlich das wird noch ziemlich lange dauern. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen dicken Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, schaltet die Glocke ein und wir sagen jetzt mal tschüss. Tschüss.